Mein Name ist Rainer Bielmeier und ich bin einer der Geschäftsführer bei der Fast LTA. Die Fast LTA baut seit mehr als 15 Jahren sehr sichere Speicher. Und damit wären wir auch schon beim Thema, weil die Sicherheit kann natürlich aus zwei Ecken kommen. Einmal sicher gegen Datenverlust aufgrund von technischem Versagen der Komponenten. Oder, worum es heute gehen soll, logische Korruption, im schlimmsten Fall ist eben Verschlüsselung, Thema Ransomware. Das ganze Thema ist natürlich viel zu umfangreich, als dass ich es jetzt in den mir noch verbleibenden 10 Minuten Ihnen näher bringen kann. Warum komme ich heute nach, ich weiß nicht, mehr wie 10 oder 20 Jahren Ransomware nochmal mit so einem Thema auf Sie zu? Weil wir einfach feststellen, dass es mehr denn je aktuell ist. Die ganzen Hintergrundinfos, die sich da bei uns über die Jahre zusammengesammelt haben, kommen gerne bitte auf unsere Webseite. Da gibt es Videos, da gibt es White Paper, unter anderem auch den Vortrag von heute, downloaden. Ansonsten jetzt Ransomware. Warum komme ich da heute nochmal drauf? Weil wir immer wieder feststellen in den Gesprächen mit den Kunden, dass es nach wie vor nicht die Ernstigkeit in der Wahrnehmung hat, die es verdient. Wir hatten auch letztes Jahr wieder eines unserer Rekordjahre oder ein weiteres Rekordjahr mit Summe Ransomware-Attacken. Das kann jeder in der Presse beliebig nachlesen. Wir haben durch die Pandemie die Leute in die Homeoffice geschickt und damit Sicherheitslücken natürlich noch evidenter nach außen getragen. Auch das kann jeder, ich glaube, täglich in der Zeitung nachlesen. Und was wir eben insbesondere feststellen, dass die Attacken deutlich fokussierter werden. Also es wird sich ein Ziel ausgeschaut und nicht mehr so randomized, man schickt raus und dann trifft es irgendjemand, sondern ich weiß, da sitzt entweder ein sensibles Datum oder da sitzt Geld und dann wird dort sehr fokussiert adressiert, was natürlich das Risiko deutlich nochmal erhöht. Im Folgenden 5 Gründe aus unserer Sicht oder 5 Kostenfaktoren, die Ihnen erläutern sollten, dass das Lösegeld unter Umständen Ihr allerkleinstes Problem ist. Ich versuche das immer mit einem aktuellen Beispiel nur zu hinterlegen und dann auch noch eine Gegenmaßnahme, wie man dem Ganzen begegnen könnte. Dann wären wir beim Punkt 1. Das ist im Prinzip der Lockdown. Es geht nichts mehr. Der komplette Ausfall Ihrer IT. In der Regel kann man davon ausgehen, dass das System bis zu 3 Wochen, natürlich geht es auch manchmal schneller, im besten oder schlimmsten Fall kommen Sie gleich davon oder finden irgendwo im Netz den Decryption Key. Ansonsten rechnen Sie damit, dass Ihre Firma, Ihr Betrieb für 2, 3 Wochen nicht arbeitsfähig ist. Und da geht es eben um ganz andere Kostenblöcke als wie nur eine Lösegeldforderung, sondern diese Kosten, die aus nicht abgeschlossenen Verträgen, also Wartungsverträge für Systeme, die Sie hätten verkaufen können, belaufen sich auf ein Vielfaches dessen, was in der Regel die Lösegeldforderung ist. Ein Beispiel für sehr hohe indirekte Kosten ist die UHS. Vielleicht haben Sie es mitbekommen, das war vor ungefähr einem halben Jahr in Amerika. Und die hatten am Ende des Tages, wie man unten lesen kann, also EBIT-relevante Zusatzkosten höher als 50 Millionen Euro, was natürlich bei Weitem jegliche Ransomware-Forderung oder Ransom-Geldforderung übersteigt. Wie man dem am besten begegnet, hat, glaube ich, jeder IT-Admin mit der Muttermilch aufgesogen. Ich brauche ein anständiges und vor allem ein solides Backup. Eine Backup-Strategie, die auch funktioniert. Die Schlüsselwörter dazu ist der RPO und der RTO, also die Zeit, die Lücke an Daten, die ich mir maximal leisten kann, wenn ich denn zurückspringen muss, und die RTO letztendlich die Zeit, die ich zur Verfügung habe oder brauche oder mir selbst genehmige, bis mein Betrieb wieder am Laufen ist. Das heißt, ein sehr hoher Druck auf eine funktionierende Backup-Strategie ist mit Sicherheit hier die beste Antwort. Der zweite Punkt ist am Ende des Tages genauso bitter wie der erste, weil die Mehrfachverwertung hat sich auch in dieser Szene herumgesprochen.
Es gibt immer mehr, die nicht nur darauf aus sind, ihre Daten zu verschlüsseln und sie zu erpressen, indem sie ihnen den Zugang verwehren, sondern es ist natürlich auch sehr attraktiv, ihnen sensible Daten von den Servern zu ziehen und sie dann damit zu erpressen, indem er eine ungewollte Veröffentlichung hat, also ein ungewolltes Verteilen dieser Daten. Handelt es sich dabei unter Umständen noch um Daten mit Personensachbezug, hängt Ihnen als dritte Ebene dann noch die DSGVO im Genick, weil, wie wir alle wissen, also allein das Vorhandensein der Daten oftmals gar nicht legal ist. Und entsprechend ist die Dunkelziffer dieser, also ich glaube, da gibt es Statistiken allein in den ersten 10 Monaten letztes Jahr weit über 1000 dieser Veröffentlichungsandrohungen. Das Schlimme dabei ist, dass es sich ja per Definition dabei um sensible Daten handelt und es ist von deutlich, deutlich höheren Dunkelziffer auszugehen, weil wenn es da jemand erwischt, natürlich da umso weniger gern jemand drüber spricht. Das, was die Antwort darauf ist, geht jetzt ja auch schon eine ganze Weile rum, also Zero-Trust-Konzept, in dem man einfach von hinten her denkt und sagt, ich gehe mal davon aus, dass in meinem Netzwerk die Leute schon unterwegs sind, der hat Möglichkeiten, mir Admin-Passworte zu erforschen und letztendlich dann sie in meinem Netzwerk unter Umständen besser auskennt als mich selber. Das heißt, Zero Trust bedeutet nichts anderes, als dass man eben keine allmächtigen Einzeladmins mehr hat, dass man an beliebig vielen Stellen Schutzmechanismen und Zugangsbeschränkungen aufbaut und seine Daten einfach so absichert, als wie wenn man bereits jemand im Haus hätte. Also nicht nur vorn die Türen zu machen, sondern auch innen drin beliebig vorsichtig zu sein, um sich dort zu schützen. Ein weiterer Punkt, das ist dann Reparaturaufwendungen im weitesten Sinne. Jeden, der das mal mitbekommen hat in seiner Umgebung oder schlimmstenfalls selbst, weiß, dass die Wiederherstellung des Betriebs evident teuer ist. Und man könnte ja sagen, gut, ich warte, bis ich es tun muss, dann spare ich mir zumindest die Vorabinvestition. Tatsache ist aber natürlich, dass Sie für den Fall, dass es Ihnen passiert, wahrscheinlich eine Menge Zusatzkosten haben, die Sie natürlich, wenn Sie von vornherein sich wappnen, sparen können. Also genannt sei externe Expertise, die Sie sich wahrscheinlich dann zum Säubern der Systeme ins Haus holen müssen. Sie haben, müssen davon ausgehen, dass die Leute, wie gesagt, sich schon eine ganze Weile bei Ihnen im Netzwerk getummelt haben und deshalb eine ganze Menge wissen. Um das wieder alles zu säubern und zu versiegeln, werden Sie in der Regel relativ tief in die Tasche greifen müssen. Ein gutes Beispiel ist hier wieder auch in Amerika zu finden, die City of Atlanta. Die hatten, ich sag mal, eine relativ überschaubare Lösegeldforderung von $50,000. Die wurde auch bezahlt, aber wenn Sie jetzt sagen, Gesamtkosten waren $2,6 Millionen, dann ist sofort klar, das, was ich eingangs sagte, dass die nackte Lösegeldforderung unter Umständen ihr kleinstes Problem ist, sondern die Kollateralschäden deutlich, deutlich größer. Was kann man dagegen tun? Nehmen Sie einfach das ganze Risiko sehr ernst, wie jetzt ja mit der Pandemie auch jeder weiß. Es hilft nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und zu hoffen, dass der Kelch vorübergeht. Wir haben eine zunehmende Bedrohungslage, weil die Schurken immer wiefer werden. Das stellen wir ganz klar fest. Insofern bauen Sie internes Know-how auf. Es ist natürlich leicht gesagt, einen soliden Backup-Plan, Business-Continuity-Konzept oder Zero Trust. Irgendjemand muss das tun. Irgendjemand sollte sich damit gut auskennen und irgendjemand sollte das tagtäglich bei sich am Tisch haben und darauf achten, dass das auch gelebt wird, um einfach hier das Risiko so weit, wie es geht, nach unten zu fahren. Und bitte nicht vergessen, wie für fast alle Risiken auf dieser Welt, gibt es auch hierfür Versicherungen. Das heißt, trifft einen das trotz aller
Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen doch, kann man sich zumindest vor den gröbsten Schäden dann in Form von einer Versicherung schützen. Dann kann natürlich nicht ausbleiben das Lösegeld an sich. Natürlich ist auch hier ein gehöriger Kostenblock versteckt. Und wie man sieht, ist es so, dass der durchschnittliche Lösegeld oder zu bezahlende Lösegeldbetrag in den letzten 4 Quartalen oder 12 Monaten sich fast vervierfacht hat. Hier macht es Sinn, wenn man sich nicht nur den Mittelwert ansieht, sondern vielleicht den Median, weil es sind mit besonders sensiblen Daten oder kritischen Instituten oftmals dann sehr hohe Zahlungen dafür verantwortlich. Das berühmte Beispiel von Bill Gates im Fußballstadion und alle sind Millionäre. Aber selbst der Median hat sich seit dem 4. Quartal 2019 mehr als verdoppelt auf über 100.000. Und das alleine mit der Verbindung, dass die Annahme ist, genau weiß man das ja nicht, dass mehr als ein Viertel dieser Forderungen bezahlt werden, in der Hoffnung, möglichst schnell aus dem Schlamassel herauszukommen. Es ist ein sehr lukratives Geschäft für diejenigen, die sich dort tummeln. Einer, den vielleicht die mitbekommen haben, die jetzt nicht so sehr in der Materie stecken, einfach weil es sehr weit verbreitet ist, die Firma Garmin. Der Verschlüsselungstrojaner wurde zumindest meines Wissens nicht geknackt bisher. Und nachdem da keine Zahlen publiziert wurden, aber unter der Hand über die 10 Millionen geredet wurde, muss man davon ausgehen, dass die auch bezahlt werden. Das ist sehr viel Geld. Nichtsdestotrotz, auch hier gilt aus meiner Sicht nicht bezahlen. Das ist auch die Empfehlung vom BSI seit vielen, vielen Jahren. Aus deren Sicht natürlich auch getrieben von der Intention, dieses Geschäftsmodell nicht weiter zu befeuern. Aber auch aus unserer Sicht ist es oftmals so, dass die ganzen vorher, also Punkt 1, 2 und 3 genannten Kosten, eigentlich auch anfallen, wenn sie bezahlen, weil sie werden nicht gleich am ersten Tag bezahlen, ihre Firma wird down sein, sie werden trotzdem säubern müssen, sie werden ihre Passwort, all das werden sie trotzdem tun. Das heißt, sie werden vom Aufwand her, von den Kollateralschäden einen ähnlichen Aufwand betreiben, plus eben dann noch das Lösegeld. Und wie wir auch wissen, ist es oftmals so, also auch wenn man dann denkt, oh, ich pfeife da drauf, ich zahle mein Lösegeld innerhalb von einer Stunde, dann habe ich das Ganze hinter mir. Das merken sich, also die Community ist da sehr gut vernetzt, ganz klar. Der Fuchs geht gerne zu dem Bauernhof, wo die Tür zum Hühnerstall offen ist. Das ist, also können Sie mitverfolgen. Und dann habe ich ja gesagt, wir haben 5 Punkte. Den letzten, der auch nicht zu unterschätzen ist, wenn auch nur schwierig zu quantifizieren. Das ist der Image-Schaden, den Sie nehmen werden, wenn publik wird, und davon müssen Sie ausgehen, nehmen Sie nur Garmin, wenn die Seite für 4 Tage down ist, jeder Radler, Hobbyradler oder Bergsteiger weiß spätestens dann, dass da irgendwas nicht stimmt und kann es dann im Internet googeln. Und das Internet vergisst nichts. Das heißt, wenn da in 3 Jahren jemand an der Überlegung ist, mit wem er in Zukunft zusammenarbeiten möchte, wird er das finden, dass sie unter Umständen auf der Vorkehrungsseite nicht besonders akribisch arbeiten und sie es da schon mal erwischt hat. Und das lässt sich auch nachvollziehen in vielen, vielen Fällen, die wir gesehen haben, dass die Kunden sehr schnell wechseln. Wikimedia hat, glaube ich, diese Wall of Shame, wo sie 1:1 nachlesen können, die Firmen, die es mit der Datensicherheit nicht so genau nehmen. Das Letzte, was sie wollen, ist, dass sie dort landen. Und was sie bitte auch nicht ganz vergessen dürfen, es gibt ja über die DSGVO auch eine Offenlegungspflicht. Das heißt, wenn es sie erwischt, müssen sie es eigentlich sogar tun. Ein Fall, von dem Sie vielleicht auch gehört haben hierzu, ist Travelex aus UK. Die waren 3 Wochen komplett down. Und wie jeder von uns weiß, Reiseportale gibt es deren viele. Was dann tatsächlich der Schaden ist, der dort auch wieder jetzt monetär, kann man übrigens hier ganz interessant,
Diese ganzen angesprochenen Schäden haben die trotz Bezahlung von 2,3 Mio. US-Dollar erleidet. Um meinen Punkt 4 nochmal zu erhärten, zahlen sie nicht. Wenn es sie dann trotzdem mal erwischt, jetzt zum Thema 5, reden sie möglichst offen drüber. Das sehen wir auch immer wieder. Die, die dann versuchen, möglichst klammheimlich davon zu kommen, das geht in der Regel schief, weil das Internet da viel zu schnell ist, dass die Leute, die das interessiert, das macht es am Ende vielleicht nicht besser, aber sie haben eine gute Chance, dass sie zumindest das Vertrauen in ihre Unternehmung bewahren. Hier sind nochmal ein paar Tipps dazu, die sehr interessanten Hintergrund liefern. Also der NotPetya, ich glaube, den hat jeder mitbekommen. Letztendlich gilt hier aus meiner Sicht wie bei Corona, es macht jede Menge Sinn, Vorkehrungen und risikominimierende Maßnahmen zu treffen, ob es jetzt eben mit Firewalls und allen technischen oder all der Technologie, die dafür zur Verfügung steht. Aber besser ist Prophylaxe, sprich ein Impfen. Und dafür gibt es natürlich Systeme. Ich behaupte, wir bauen die seit 15 Jahren mit sehr großem Erfolg. Da kann man sich unterschiedliche Lösungen überlegen, je nachdem, wie hoch der Sicherheitsbedarf ist. Jeder, der die FastLTA kennt, weiß, dass wir seit über 15 Jahren revisionssichere Langzeitarchive bauen. Aber jetzt eben natürlich zu dem Thema Ransomware, hochinteressant natürlich auch das Thema Backup, wo es auch Lösungen gibt, wo sie in einem Netzwerkbefall sich ihre Backups auf eine Art und Weise ablegen können, dass ihnen nichts passiert. Ich habe vorher gesagt, die Schurken werden immer cleverer, aber natürlich gibt es auch auf der anderen Seite vom Tisch schlaue Menschen und selbstverständlich gibt es darauf technologische Antworten. Wie gesagt, ich kann Sie gerne nochmal einladen. Schauen Sie auf der Webseite vorbei, wem das Ganze jetzt zu schnell ging. Sie haben nur die Möglichkeit, dass Sie bei uns auf der Webseite sich die ganzen Vortrag oder eben auch weitere Informationen runterladen können. Ansonsten können Sie ja jederzeit natürlich gerne auf mich zukommen und vielen Dank, sage ich dann, für Ihre Zeit. Wenn Sie noch Fragen haben, jederzeit gerne. Und damit Sie wissen, ich habe hier nicht lauter Unsinn erzählt, gibt es, wie Sie es ordentlich gehört, auch noch einen Quellennachweis. Also die Beispiele waren alle nicht erfunden, sondern aus der realen Welt.